Hier gibt es die Hoffnung, dass dadurch, dass die Hälfte der Bevölkerung, etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, dass das eine reduzierende Auswirkung bedeuten wird. Aber es bewegt sich das Virus dann verstärkt im restlichen Teil der Bevölkerung und die Gefahr ist groß, dass sich dadurch auch zusätzliche, noch aggressivere Mutationen ergeben. Also von daher muss man schauen, dass man dem Virus wenig Bewegungsspielraum einräumt.